Im letzten Video habe ich euch schon gezeigt, wie es an Bord der MS Lofoten aussieht. Und hier jetzt der erste Vlog dazu. Damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir starten am Flughafen. Hier bin ich ja vor zwei Videos mit SAS angekommen. Und da ich meine anderen Überholtikrouten gebucht habe, stand auch direkt der Shuttlebus vor dem Terminal bereit, der mich dann direkt bis zum Schiff gefahren hat. Wenn ihr keinen Transfer inkludiert habt, es fährt auch eine Straßenbahn vom Flughafen nach Bergen rein. Die ist auch genauso schnell, also das geht also auch ohne Transfer ganz bequem. Von Bergen, dem Flughafen in Bergen, zum Schiff zu kommen. Aber der Bus ist natürlich nochmal eine Ecke bequemer, man muss sich um nichts kümmern. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man ein Pauschalpaket bucht. Ja, meine Reise mit der MS Lofoten. Warum gerade die MS Lofoten? Ganz einfach, die Lofoten ist das letzte alte Hurtigrutenschiff, was noch im Liniendienst ist. Und ich hatte schon lange den Traum, mit diesem Schiff mal zu fahren. Und zwar wirklich auch im Winter, weil das eben so ein bisschen noch abenteuermäßig ist, ein bisschen Expeditionskreuzfahrt, nicht Massentourismus. Wollte ich eben irgendwann mal machen, darauf hinsparen, weil das ja doch nicht ganz billig ist. Und dann kam die Meldung, dass die MS Lofoten nur noch dieses Jahr 2020 die Hurtigroute befahren wird. Und dann habe ich natürlich zugesehen, schnellstmöglich da irgendwie noch ein halbwegs günstiges Angebot zu bekommen. Was man von Anfang an dazu sagen muss, MS Lofoten ist auch wirklich, ich habe es im letzten Video auch schon gesagt, ein altes Schiff und es soll auch ein altes Schiff sein und es ist auch noch genau in dem Stil. Das heißt, die Kabinen sind winzig klein, haben kein eigenes Bad, zumindest teilweise die günstigen. Es ist alles noch alt. Das werdet ihr aber noch im Laufe der Reise und im Laufe der nächsten Videos alles sehen können. Für mich ging es erstmal in Bergen an Bord, 16.30 Uhr war ich ungefähr an Bord, ab 18 Uhr waren die Kabinen bezugsfertig. Hier seht ihr schon mal eine Besonderheit, die Stühle sind alle angekettet und wir werden im Laufe der Reise auch nochmal eindeutig sehen, warum. So viel nehme ich schon mal vorweg. Ja, gegen 21.30 Uhr ging es dann los in Bergen. Ich fahre jetzt die nordgehende Route, also die halbe Hurtigroute sozusagen, nur hin. Und hier ist jetzt meine Kabine. Und die ist 3 Quadratmeter groß. Ihr könnt das hier ganz gut sehen. Kein eigenes Bad natürlich, es ist ein Bett in einem Zimmer. Und ein Waschbecken ist da und das war's. Viel mehr gibt es nicht. Kein Fernseher. Fenster ist mit einem Wellenschutz versehen. Kein Bad, keine Dusche, aber Steckdosen, das ist ganz wichtig. Wenn man in diese Kabine reinkommt, dann denkt man sich zuerst, oh Gott, hier kann ich auf gar keinen Fall bleiben. Aber glaubt mir, ihr braucht nicht mehr. Man braucht auf so einer Reise wirklich nicht mehr. Man hält sich eh nur selten darauf, eigentlich nur zum Schlafen. Man hat eben hier die Duschen im öffentlichen Bereich. Das sieht auch alles ein bisschen abenteuerlich aus, weil es alles alt ist und das Schiff steht unter Denkmalschutz, darf also auch nicht weiter verändert werden. Macht euch keine Sorgen, es sieht aus wie auf dem russischen U-Boot, aber es ist alles sauber, ordentlich gepflegt. Macht euch keine Gedanken. Und glaubt mir, der erste Tag ist gewöhnungsbedürftig in der Kabine, zweite Tag fühlt ihr euch schon ein bisschen wohler und ab dem dritten Tag denkt ihr euch, warum brauche ich eigentlich immer eine 30 Quadratmeter große Suite auf einem Schiff? 3 Quadratmeter tun es eigentlich genauso. Dann war es Zeit fürs erste Abendessen. Und hier seht ihr jetzt mal, wie das so aussieht. Das erste Abendessen ist immer Buffetform. An freier Platzwahl. Normal gibt es feste Tische, aber am ersten Abend ist das noch alles ein bisschen entspannter. Nach dem Abendessen wurde es dann so langsam auch Zeit zum Ablegen. 21.30 Uhr sollte es losgehen und wir sind auch ziemlich pünktlich losgekommen. Die Hurtigroute ist sowieso meistens pünktlich, wenn dann nur wetterbedingt oder aufgrund von besonderer Ladung, dass sie Verspätung haben, aber die Hurtigroute wartet nicht auf verspätete Gäste. Da wird man auch bei einer Einführungsveranstaltung ganz deutlich darauf hingewiesen. Also guckt, dass ihr pünktlich seid. Aber sowieso, ihr müsst nur 5 Minuten vor Abfahrtszeit wieder zurück an Bord sein. Das sollte man also hinkriegen. Man kann also selbst in den Häfen, wo man nur 20, 30 Minuten anlegt, kann man immer kurz von Bord gehen, mal einen kleinen Spaziergang machen, ein paar Fotos machen.
Besonders spannend auf der MS Lofoten sind die Manöver, denn hier muss der Kapitän noch wirklich was drauf haben. Es gibt genau einen Propeller, hat kein Bugstrahlruder, es gibt keine Propellergondeln oder ähnliches, sondern es gibt nur diesen einen Propeller und damit muss das Schiff navigiert werden. Da werdet ihr im Verlauf der nächsten Videos auch noch so ein bisschen ein paar der Manöver sehen können. Wir verlassen hier jetzt auf jeden Fall erstmal die Stadt Bergen, den Ausgangspunkt der Hurtigruten. Hier fangen eigentlich die meisten Hurtigrutenreisen an. Man kann auch südgehend buchen von Kirkenes bis nach Bergen. Ich fahre jetzt aber hier die klassische Route. Das heißt, die klassische Route wäre Bergen-Kirkenes-Bergen. Das war mir doch ein bisschen zu teuer, deswegen nur erstmal die halbe Runde von Bergen nach Kirkenes. Ich werde sicherlich auch noch mal die Möglichkeit haben, die Tour zurückzufahren. Das habe ich schon als festes Ziel. Dann eben nicht mehr mit der MS Lofoten. Aber ich wollte jetzt unbedingt eben einmal mit der Lofoten fahren. Und deshalb erstmal nur die halbe Tour mit der ganz einfachen Kabine. Ich hatte mir dann so gedacht, dass ich später mal nochmal Hurtigruten, vielleicht die Rücktour machen mit einer besseren Kabine. Aber inzwischen habe ich dann im Laufe der Reise gemerkt, ich brauche keine bessere Kabine. Es ist eigentlich, das Geld kann man anderweitig besser investieren, weil man so selten in der Kabine ist. Man ist eigentlich immer draußen, weil Norwegen so eine schöne Landschaft hat. Ja, deswegen auch den ersten Abend habe ich dann weitestgehend auf dem Außendeck verbracht. Ich wollte kurz 10 Minuten das Auslaufen anschauen, war am Ende über eine Stunde draußen. Deswegen ganz, ganz wichtig für euch, wenn ihr im Winter fahrt, egal mit welchem Schiff, aber besonders mit der Hurtigruten, bringt wirklich gute Winterkleidung mit. Packt, als würdet ihr in den Skiurlaub fahren, weil es kann auch mal in Nordnorwegen minus 20 Grad haben. Dafür sollte man also vorbereitet sein und ihr werdet mehr auf den Außendecks sein, als ihr das vorher denken würdet. Also plant das unbedingt bei eurer Packerei mit ein, Anzug, Hemden, sowas könnt ihr alles zu Hause lassen. Es gibt keinen Galaabend oder ähnliches bei Hurtigruten. Es ist keine Kreuzfahrt, es ist eine Postschiffreise. Das ist was ganz anderes als eine Kreuzfahrt. Ihr habt kein Entertainment oder sowas oder fast kein Entertainment, sondern die Landschaft ist Entertainment. Und das Schiff fährt eben auch noch wie eine Fähre sozusagen die einzelnen Häfen an. Das sind auch Tagesgäste immer auf den Schiffen. Da gibt es natürlich keinen Galaabend. Also ihr braucht keine Hemden, keinen Anzug, braucht ihr alles nicht mitnehmen. Was ich noch richtig cool fand, beim Auslaufen in Bergen sind wir dann auch an einer Stelle vorbeigekommen, wo verschiedene Ölbohrplattformen standen. Und wenn ihr euch die Dinger anguckt, ihr seht es so ein bisschen an dem Kran nebendran. Aber wirklich einschätzen kann man es nur, wenn man wirklich da ist. Die sind wahnsinnig groß. Das ist echt beeindruckend, daran vorbeizufahren. Das war's von Tag 1. Im nächsten Video geht's weiter mit Tag 2 von Bord der MS Lofoten. Ich hoffe, ihr fandet das schon mal interessant. Hier seht ihr, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video kommt. Und ich sage wie immer danke fürs Zuschauen und würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder natürlich auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.